Okay, so nun, nach diesem sehr krassen Fall, möchte ich mit euch einen Fall durchgehen, der extrem viele Fragen aufruft und der sehr mysteriös ist. Ich trinke mal einen Schluck Tee. Ja, Vicky, das denke ich auch. Ich denke auch, dass man sowas vorher noch gar nicht sagen kann. Man kann vorher immer tausendmal sagen, oh, ich würde so und so reagieren. Und dann kommt alles sowieso anders. Am 4. Oktober 2006 wird die Leiche einer jungen Frau gefunden. Es ist die Leiche der seit knapp 4 Monaten vermissten Frauke Liebs. Der Mord und das ganze mysteriöse Verschwinden darum beschäftigen nicht nur die Ermittler, auch Fernsehsendungen, es gibt richtig viele Podcasts darüber und natürlich in Crime-Foren, wo ich da jetzt hier auch sehr viele Informationen her habe. Bis heute wird da stark diskutiert. Vorhin gab es erst den letzten Eintrag. Zum Beispiel All Mystery ist davon ein Forum, die extrem engagiert bei diesem Fall sind und sich halt auch mit ganz vielen anderen Kriminalfällen beschäftigen. Und dieser Fall wird immer noch täglich kommentiert und zählt bereits über 80.000 Einträge. Es gibt weiterhin noch andere Threads dazu, die sich mit der Verknüpfung der Verbindung anderer Fälle und dem von Frauke Liebs beschäftigt. Dazu komme ich aber später noch, weil es da Mutmaßungen gibt. Okay, was passiert? Das letzte Mal lebend wurde Frauke Liebs am 20. Juni 2006 gesehen. Es war in dem Sommer die Fußball-WM. Die hat in Deutschland stattgefunden und an diesem Abend hat England gegen Schweden gespielt. Zum Zeitpunkt ihres Todes war Frauke 21 Jahre alt. Sie lebte zu dem Zeitpunkt erst ein Dreivierteljahr in Paderborn und machte eine Ausbildung zur Krankenschwester. Nachdem sie in Bielefeld ihr Abitur mit einer Erzieherin-Ausbildung gemacht hat, und dort keine Stelle gefunden hat. Sie ist mit ihrem Ex-Freund Christus zusammen nach Paderborn gezogen. Der hat Lehramt dort studiert. Also die beiden haben sich getrennt. Die waren viele Jahre zusammen, haben sich getrennt, sind aber trotzdem gute Freunde geblieben. Und deswegen hat das auch funktioniert, dass sie zusammen wohnen. So, die waren nämlich schon zusammen. Da war sie bereits 16, also 4 Jahre und ja, das war halt völlig in Ordnung und darum gab es diese Zweier-WG. Frauke war sehr oft mit Freunden unterwegs, sie ging gern feiern, was halt normal in dem Alter ist. Sie verbrachte allerdings auch sehr viel Zeit im Internet und hat sehr viel gechattet. Sie galt als offener, fröhlicher und hilfsbereiter Mensch. Und an dem Abend des 20. Juni bekam sie Besuch von ihrer Mutter Ingrid Liebs. Und zusammen mit Chris und ihr gingen sie vor dem WM-Spiel essen. Und während des Essens bekam Frauke eine SMS. Die lautete: Wir sitzen jetzt im Pub. Gute Sicht auf die Leinwand. Komm gern vorbei. Die SMS kam von ihrer Freundin Isabella. So, und gegen 21 Uhr setzten Fraukes Mutter und Chris Frauke am Pub ab. Und das war am Rande der Innenstadt von Paderborn. Und Chris wollte das Spiel nicht im Pub mit angucken, sondern lieber nach Hause, um mit seiner neuen Freundin zu telefonieren. Das ist jetzt wichtig, dass die beiden zu dem Zeitpunkt nicht zusammen waren. Chris hatte allerdings seinen Hausschlüssel vergessen und ist nochmal zurückgekommen. Frauke lieh ihm ihren und im Gegenzug dazu versprach er, aufzubleiben und sie dann nachts reinzulassen, egal wie spät das wird. So. Und dann ging das Fußballspiel los. Frauke selbst war überhaupt nicht wirklich interessiert an dem Fußballspiel. Sie hing eigentlich die ganze Zeit am Telefon, hatte SMS mit ihrem neuen Bekannten Nils ausgetauscht. Nils und Frauke kannten sich zu dem Zeitpunkt erst wenige Wochen und er war der beste Freund von Isabella, ihrer Freundin.
Und die hatten sich kennengelernt, ein bisschen Zeit miteinander verbracht. Und sie hat ihm ein bisschen geholfen, weil sein bester Freund sich erst kürzlich umgebracht hatte. Und das hat er nicht verkraftet. Und da brauchte er jemand zum Reden und Frauke war für ihn da. So, und weil sie den ganzen Abend SMS geschrieben hat, ist irgendwann ihr Akku alle gewesen. Sie hat in Zeiten, in denen man noch Akku rausnehmen konnte aus dem Telefon, hat sie sich den Akku ihrer Freundin geliehen und hat dann ein bisschen weitergeschrieben und ihr den Akku wiedergegeben, als sie den Pub verließ. Das heißt, sie ist mit einem Handy losgezogen, dessen Akku alle war. Isabella beschrieb ihre Freundin Frauke an dem Abend als sehr müde. Sie gähnte viel und deshalb wollte sie direkt auch nach dem Spiel nach Hause gehen. Auch damit Chris jetzt nicht so lange warten musste. Frauke verließ also gegen 23 Uhr ohne Handy-Akku und ohne Schlüssel und mit nur wenig Bargeld den Pub. Sie wollte die 15 bis 20 Minuten Fußweg zur WG laufen. So, nach dem Verlassen des Pubs verlieren die Ermittler die Spur und was geschehen ist, kann ab jetzt nur noch rekonstruiert werden, beziehungsweise das, was halt noch nachweisbar geschehen ist, wird jetzt zusammengetragen. Man weiß allerdings nicht wirklich, welchen Weg Frauke genommen hat. Am 21. Juni, also in der gleichen Nacht, um 0:49 Uhr, erhielt Chris dann eine SMS von ihr. Die lautet: Komme später. Das Spiel war lustig. Nicht gegen England. Hab dich ganz doll lieb, bis später. Dazu muss man sagen, dass es so ein kleiner Insider war, weil die gesagt haben, ja, Deutschland wird nicht gegen England spielen, darum das Spiel nicht gegen England. Auf jeden Fall hat sie gesagt, dass sie später kommt. Chris ist deswegen halt auch noch aufgeblieben bis 3 Uhr und versuchte sie dann auch anzurufen, allerdings war das Handy wieder aus. Also musste sie irgendwie die Möglichkeit gehabt haben, ihr Handy zu laden. Dankeschön. Die Nachricht wirkte jetzt auch nicht irgendwie auffällig auf Chris. Ja, die hatten ja halt, wie gesagt, vorher noch gescherzt, dass Deutschland nicht im Achtelfinale gegen England spielen soll. Und man kann wohl sagen, dass die Nachricht eindeutig von Frauke zu kommen scheint und nicht von ihrem Entführer. Und ihr schien auch nicht so bewusst zu sein, dass sie in Gefahr war. So. Wie sich jetzt in den späteren Ermittlungen herausstellte, kam diese SMS nicht aus dem Raum Paderborn, sondern aus Nieheim im Kreis Höxter, welcher 40 Kilometer von Paderborn entfernt ist. So, dieser Weg war nicht zu Fuß machbar innerhalb von 2 Stunden. Das hat sie nicht geschafft. Sie musste also irgendwie in der Zwischenzeit freiwillig oder unfreiwillig mit einem Auto gefahren sein, beziehungsweise irgendwo eingestiegen sein und dann mitgefahren sein. Außerdem musste, wie man ja nun vermutet, Frauke die Möglichkeit gehabt haben, ihr Handy zu laden oder einen neuen Akku zu bekommen, da sie mit leerem Akku den Pub 2 Stunden vorher ja verlassen hatte. Am Morgen des 21. Juni erwartete Isabella Frauke dann in der Schwesternschule. Doch ihr Platz blieb leer und sie fragte die Lehrerin, ob Frauke sich krank gemeldet hat. Doch diese verneinte es und Isabella fing nun an, sich Sorgen zu machen und kontaktierte daraufhin Chris. Dieser wurde dann um 9 Uhr morgens von dem Anruf geweckt und der ist dann völlig verwirrt ins Zimmer gegangen und das Bett war immer noch gemacht. Frauke war nicht da, aber wen auch, er hat sie auch nicht reingelassen. Und Chris rief Raukes Mutter an und die stellt dann sofort eine Vermisstenanzeige in ihrem Heimatort, da Frauke als absolut zuverlässig galt und sowas niemals machen würde. Dazu muss ich sagen, der Weg einer Vermisstenanzeige. Also in Deutschland werden jeden Tag 250 bis 300 Leute als vermisst gemeldet. Und nach einer Woche kann man schon sehr viele davon ja, aufklären und nach einem Monat sind 80% gelöst.
nur bei 3% aller vermissten Fälle in Deutschland, die werden ein Cold Case, also nicht aufgeklärt. Die Sache ist die, wenn man eine Vermisstenanzeige aufgibt, muss man unterscheiden, ob es sich dabei um ein Kind handelt oder eine erwachsene Person. Beim Kind wird natürlich sofort ermittelt und es wird manchmal auch ermittelt, wenn es sich bei der vermissten Person um eine junge Frau handelt und es den Verdacht gibt, dass ein Gewaltverbrechen stattgefunden haben könnte. Ansonsten wird eine Vermisstenanzeige aufgegeben und in die Akten getan und es wird nichts gemacht. Die Polizei fährt jetzt nicht rum und sucht danach, weil man als Erwachsener immer noch selber entscheiden kann, wohin man geht und ob man seine Angehörigen benachrichtigen möchte. So war das auch in dem Fall von Frauke. Die Polizei hat den Fall erstmal aufgenommen. So. Die Familie und die Freunde waren allerdings in absolut großer Sorge, weil es halt, wie gesagt, für Frauke ein sehr unübliches Verhalten ist. Und es war absolut nicht ihre Art, einfach nicht nach Hause zu kommen, die Nacht irgendwo anders zu verbringen, Handy auszulassen. Und sie hat halt sich auch nicht auf One-Night-Stands eingelassen. Also das war überhaupt nicht ihre Art so. Und deswegen waren alle schon etwas irritiert, was jetzt passiert ist. So. Und nun kommen wir zu dem mysteriösen Teil der ganzen Geschichte. Denn anders als bei anderen Entführungsfällen hat sich Frauke regelmäßig gemeldet. Und ich sage jetzt Entführungsfall, weil ich persönlich davon ausgehe, dass es sich um eine Entführung handelt, weil es für mich Beweise gibt, die mich davon überzeugt haben. Darum sage ich Entführungsfall. Also sie hat sich mehrfach per Handy gemeldet. Dankeschön für 5 Monate. Sie hat sich mehrfach gemeldet und den ersten Anruf erhielt Chris, also ihr Ex-Freund. Bei dem hat sie sich nämlich gemeldet um 22.25 Uhr. Behaltet ein bisschen die Uhrzeiten im Hinterkopf, wenn ich das euch jetzt erzähle. Es war ungefähr 48 Stunden nach ihrem Verschwinden und da hat sie zum ersten Mal angerufen. Und da hat sie Folgendes gesagt. Hallo Christos. Ich wollte sagen, dass es mir gut geht und dass ich bald nach Hause komme. Sage Mama und Papa und den anderen Bescheid. Und danach hat sie direkt wieder aufgelegt. Und ihr Handy auch sofort wieder ausgemacht. Also Chris wollte jetzt zurückrufen, aber das Handy war halt aus. So, und die Familie war absolut erleichtert. Es gab ein Lebenszeichen von Frauke, aber was für ein Lebenszeichen. Die alle sind davon, also haben gesagt, das ist überhaupt nicht ihre Art, sich so zu melden. Und was war das überhaupt? Und dass sie überhaupt wieder auflegt. Und naja, es sind ein paar Sachen aufgefallen. Erstens hat sie ihren Ex-Freund beim vollen Namen genannt. Also Christos, nicht Chris. Und sonst sagt sie immer Chris. Und ihr kennt das sicher ja auch so aus Filmen oder so, dass man den richtigen Namen sagt, wenn man einen versteckten Hinweis geben will. Frauke hat Christos nur Christos genannt, wenn sie wütend war und er gefälligst richtig zuhören sollte. Dann hat sie Christos gesagt. So. Chris hat auch die ganze Art, wie sie gesprochen hat, als monoton beschrieben und so langsam, als wäre sie total benommen und würde einfach nur einen Text vortragen. Und als sei sie auf Drogen und gar nicht sie selbst. Und sie nimmt ja keine Drogen. Übrigens, dass sie Chris angerufen hat, fanden zu dem Zeitpunkt alle logisch, weil sie ja, wie gesagt, zusammen wohnten und er war immer lange wach und sie hat ja nachts angerufen, 22:30 nachts. Und ihre Mutter hat ja auch ihr Handy nicht immer dabei und ihr Vater hat schon ewig kein Handy mehr benutzt. Also es war klar, dass sie Chris anruft, da hat sich keiner gewundert. So, nun haben Freunde und Familie darauf gewartet, dass sie zurückkommt. Aber sie kam nicht. Und nun konnten die Ermittler ein Verfahren wegen Verdachts auf Geiselnahme einleiten.
Dadurch, dass sie das gemacht haben, konnten sie nun endlich die Telefonverbindung überwachen, jedoch nur die Verbindungsdaten und Orte erhalten, an denen sich ihr Handy ins Funknetz gewählt hat. Also da konnte man ungefähr einen Radius von 15 Kilometer bestimmen. Das war halt 2006, die Technik war noch nicht perfekt und Ermittler durften auch noch nicht alles. Und das war halt das Einzige, was man zu dem Zeitpunkt machen konnte. Auf 15 Kilometer genau ihren Standort bestimmen. Am Freitag, den 23. Juni um 23:04 Uhr, also wieder mitten in der Nacht, rief sie dann wieder an. Nein, schickte sie ein Zeichen per SMS. Ich komme heute zurück nach Hause, bin in Paderborn, hab dich ganz doll lieb. So, und ihr Bruder hatte so eine automatische Benachrichtigung angestellt, die ihn per SMS informiert, wenn Frauke das Handy anmacht. Also rief er sie direkt an und Frauke ist auch ans Handy gegangen. Ich gebe jetzt das Gespräch wieder. Frauke, was machst du? Wann kommst du nach Hause? Ich komme heute nach Hause, auch nicht zu spät. Ich bin in Paderborn, frag nicht, ich komme nach Hause. Wo bist du denn? Kann ich nicht sagen. Und gerade der letzte Satz war sehr rätselhaft. Kann ich nicht sagen. Kann sie nicht sagen, wo sie sich befindet? Oder darf sie nicht sagen, wo sie ist? Oder hat sie missgebaut und kann deswegen nicht nach Hause kommen? Also, kann sie oder darf sie es nicht sagen? Wieder haben die ganze Nacht gewartet, dass sie nach Hause kommt. Und wieder kam Frauke nicht nach Hause. So, die Polizisten haben zu dem Zeitpunkt übrigens immer noch nicht ausgeschlossen, dass sie vielleicht auch abgehauen ist und eigentlich gar nicht nach Hause kommen will, weil sie in so einem Alter ist, dem man vielleicht auch mal alles hinter sich lässt, was Neues anfängt. Ja, da will man aus Gewohnheiten ausbrechen, man will was erleben, sie hatte gerade ihr Abi gemacht, also vielleicht wollte sie einfach gehen, aber die Familie wusste, so ist sie nicht, das macht sie nicht. So, und außerdem, was halt komisch war, ist, dass sie sich regelmäßig gemeldet hat. Jeden Abend, immer nachts hat sie sich gemeldet. Und es gab keine Lösegeldforderungen. Also war das wirklich eine Entführung? Die Polizei hat halt gerätselt. So, aber die Zeitung, das Internet, das mediale Interesse, Fernsehen, alle haben sich plötzlich dafür interessiert. Das mediale Interesse ist gewachsen. Und zum Beispiel bei Public Viewing-Veranstaltungen wurde ihr Bild geschaltet. Vorher, danach und mittendrin. Und es wurde der Appell verbreitet, wer sie gesehen hat, soll sich bitte bei der Familie melden. Am Samstag, den 24. Juni um 14:23 Uhr, meldete sich dann Frauke erneut bei Chris. Ich komme nicht so spät zurück. Komme heute Abend nach Hause. Und er fragte dann, bist du verletzt? Nein, ich bin in Paderborn. Ich bin in Paderborn. Ich bin in Paderborn. So, und das war das erste und einzige Mal, dass Frauke sich am Nachmittag gemeldet hat. Und sonst meldet sie sich ja immer nur mitten in der Nacht. Und sie hat immer wieder betont, dass sie in Paderborn ist. Und das war schon komisch, dass sie das so oft gesagt hat. Und die Familie ist sich absolut sicher, dass sie versucht hat, eine Botschaft zu übermitteln. Dass sie nicht frei reden konnte, aber wollte. So, die Polizei selber hat immer auch gesagt, da liegt bestimmt kein Verbrechen vor. Und die Familie war echt verzweifelt, die wusste nicht mehr, was sie machen soll. Und hinzu kam, dass die Polizei nur die Ortung der Handydaten für die erste SMS beantragt hatte. Also die Daten für die Anrufe, die dann folgten, da haben die Wochen drauf gewartet. Wochen. Aber das war jetzt schon zu spät.
Im Nachhinein stellte sich heraus, dass sie wirklich in Paderborn war. Und zwar am Freitag und Samstag rief sie von einem Industriegebiet in Paderborn aus an. Der nächste Anruf folgte dann an einem Sonntag, dem 25. Juni um 22:28 Uhr. Komme heute nach Hause. Und Chris fragte dann, bist du in Gefahr? Nein. Warum bist du gestern nicht nach Hause gekommen? Kann ich dir erklären? Wo bist du? Erkläre ich dir, wenn ich zu Hause bin. Also, auf der einen Seite war die Familie erleichtert, dass Frauke sich wieder gemeldet hat, aber auf der anderen Seite, es zerrt an den Nerven. Man wird doch richtig krank, wenn man jeden Tag so seltsame Anrufe bekommt und sich fragt, wo ist sie? Warum kommt sie nicht nach Hause? Und Chris hatte sich dann für den nächsten Anruf extra vorbereitet. Er wollte ihr keine Fragen stellen, sondern sie einfach nur reden lassen. Er wollte den Druck rausnehmen. Er hatte gehofft, dass sie irgendwas sagt, ihm irgendeinen Hinweis gibt. So. Daraufhin hat sie sich aber am Montag nicht gemeldet. Und das war das erste Mal seit ihrem Verschwinden, dass sie sich an einem Tag nicht gemeldet hat. Was glaubt ihr, wie die Familie sich gefühlt hat und Chris? Der nächste Anruf war dann der allerletzte und damit Fraukes letztes Lebenszeichen, das sie je von sich gegeben hat. Dieser Anruf erreichte Chris am Dienstag, dem 27. Juni um 23:24 Uhr. Die Schwester von Frauke war dabei, Karen, und damit war sie neben Chris die Einzige, die halt sonst noch mit ihr telefonierte. Die Eltern waren vorher noch in dieser Wohnung, aber die sind dann gegangen und dann rief Frauke an. Also es war ein blöder Zufall, gehe ich jetzt mal davon aus. Die Schwester selbst hat ihre Stimme als verwaschen beschrieben. So, sie selbst hatte mal K.O.-Tropfen ins Getränk bekommen und so wie sie damals klang, so klang Frauke in dem Moment. Also so ganz, ganz eigenartig, so total neben sich, zugedröhnt, irgendwie müde, aber auch nicht ganz da. Zuerst gab es aber ein Gespräch zwischen Chris und Frauke. Hallo Chrissy, mir geht es gut. Wo bist du? Kann ich nicht sagen. Komm doch nach Hause. Nein, das geht nicht. Warum denn nicht? Kann ich dir nicht sagen. Wirst du festgehalten? Ja, nein, nein. Da hat sie dann vehement nochmal Nein gesagt. Hast du Angst? Nein. Wer ist bei dir? Kann ich dir nicht sagen. Bist du müde? Ja, sehr müde. Weißt du, dass die Polizei nach dir sucht? Ja, ich weiß. Woher weißt du das? Ich bin ja fast eine Woche weg. Warum bist du denn weg? Das weißt du doch, Chris. Nein, hast du einen anderen Typen kennengelernt? Du weißt doch, dass ich nicht wegen dem Typen eine Woche wegbleibe. Du kennst mich doch. Karen ist bei mir, wir machen uns alle Sorgen. Sind Mama und Papa auch da? Die waren hier. Sag ihnen, dass ich sie ganz doll liebe. Wann kommst du zurück? Ich weiß nicht. Warum bist du nicht gekommen, obwohl du gesagt hast, dass du heute zurückkommst? Erkläre ich dir später. Soll ich dich abholen? Nein, das geht nicht. Können wir uns irgendwo treffen? Das geht nicht. Wo bist du? Mama. Wo bist du? Mama. Wo bist du? Mama. Wann meldest du dich? Weiß ich noch nicht. Melde dich doch wenigstens einmal am Tag. Habe ich die anderen Tage doch auch gemacht. Ich war sehr traurig, dass du gestern nicht dich gemeldet hast. Ja, ich weiß, dass du sehr traurig warst. Gib mir Karen, bitte. Und dann gab es ein Gespräch zwischen Karen und ihrer Schwester. Hast du Angst, nach Hause zu kommen? Nein. Wir räumen auch die Wohnung und keiner fragt dich, was passiert ist. Komm doch wieder. Das geht nicht. Ich lebe noch.
Bist du mit einer oder mehreren Personen zusammen? Bitte frag mich nicht, ich würde gern bei euch sein, ich würde gern nach Hause. Daraufhin nimmt Chris das Handy wieder an sich und spricht wieder mit Frocke. Meld dich wenigstens einmal am Tag. Ja, mach ich. Ciao, bis bald. So, dieses Telefonat war das erste richtige Gespräch, welches seit ihrem Verschwinden geführt wurde. Und auch dieses lieferte erstmal keine Anhaltspunkte, sondern mehr Fragen, als heute bisher geklärt sind. Auf die Frage, ob sie entführt wurde, antwortete sie erst mit Ja und dann hat sie sofort wieder reingelenkt und gesagt, nein, nein. So, irgendwie, vielleicht ist es möglich, dass ihr bewusst wurde, dass sie zu viel gesagt hat. Und vielleicht saß ihr Entführer ihr gegenüber und hat sie bedroht und dass sie wieder Angst hatte. Auf die Frage, wo sie sei, hat sie dreimal mit Mama geantwortet, was an den Anruf erinnert, in dem sie dreimal Paderborn gesagt hat. Da fragt man sich, warum sagt sie dreimal Mama? Ist ihr klar geworden, dass sie sterben wird? Und hatte sie Angst? Und hat sie in ihrer Verzweiflung einfach nur Mama gesagt? Oder hat sie versucht, irgendwelche Hinweise auf ihren Aufenthaltsort zu geben? Das kann man halt auch nicht ausschließen. Dazu muss ich sagen, dass ihre Mutter als Schuldirektorin in Bad Driburg arbeitet. Das ist östlich von Paderborn. Und in der Nähe von Nieheim, wo sich ihr Handy bereits bei der ersten SMS von Fraukes Handy im Sendemast befand. Also, das sind so zwei Theorien, warum sie so oft Mama gesagt haben könnte. Nach diesem Telefonat folgte lange Stille. Und wie gesagt, es blieb das letzte Lebenszeichen von Frauke, das ihre Familie und ihre Freunde jemals von ihr bekamen. Nun sind alle Befragungen ins Leere gelaufen. Es haben sich keine weiteren Zeugen gemeldet. Niemand hatte Frauke am Abend des 20. Juni, als sie den Pub verließ, nochmal gesehen. Die ganze Arbeit, die geriet so in Stocken. Die Polizei wusste auch nicht mehr weiter, was sie noch machen können. Und dann hat die Familie einen Privatdetektiven eingeschaltet und der hat jetzt mit Drogen- und Sektenbeauftragten gesprochen und so. Und die Geschwister haben den Computer durchsucht und Chatpartner von Frau Frauke aufgesucht und alles war ohne Erfolg. Und die wichtigsten Anhaltspunkte blieben immer noch die Funkmastdaten, denn jeder Anruf und jede SMS, die Frau getätigte, das war eigentlich fast immer in der Nacht, kamen von unterschiedlichen Standorten. Die erste SMS kam aus Nieheim, ja, das ist außerhalb von Paderborn. Die weiteren Anrufe stammten aus unterschiedlichen Ecken von Paderborn und aus dem Paderborner Industriegebiet. Und ein Gebiet im Norden von Paderborn. Und in diesem Gebiet leben sehr viele britische Soldaten. Das ist halt auch noch so eine Theorie, dass die etwas damit zu tun haben könnten. Und somit schien es, dass sie mit ihrem Entführer rumgefahren ist. Und dann halt immer telefonieren durfte. Am 4. Oktober erreichte die Mordkommission der Anruf, dass ein Jäger an einer Landstraße 15 bis 20 Kilometer entfernt vom Pub, an dem Frauke das letzte Mal lebend gesehen wurde, dass dort eine Leiche gefunden wurde. Und nach 2 Tagen, nachdem sie entdeckt wurde, stand fest, es handelte sich bei der Leiche um Frauke Liebs. Doch auch die ganze Tötung warf wieder Rätsel auf, denn es konnte nie eindeutig bewiesen werden, wie Frauke starb. Die Leiche war aufgrund des warmen Sommers und der Feuchtigkeit erstmal stark skelettiert. Ja, es gab keine Anzeichen von Stichverletzungen. Die Kleidung war nicht beschädigt. Sie trug immer noch die Kleidung wie an dem Tag, an dem sie verschwunden ist: eine Jeans, ein rotes Top.
Die weißen Turnschuhe, Socken waren jetzt nicht dabei, aber man wusste auch nicht, ob sie Socken an dem Tag getragen hatte, als sie verschwand. Es gab keine mechanische Gewalt auf ihre Knochen. Sprengstoffhunde haben nicht angeschlagen. Es gab keine Hinweise auf Schüsse. Das Zungenbein war nicht gebrochen und das passiert beim Erdrosseln sehr oft. Es gab keine Anzeichen auf einen Missbrauch. Aber das kann man nicht komplett ausschließen, weil zum Beispiel Spermaspuren und so, man kann hier nicht so lange nachweisen. Das geht ja nicht. Und wie gesagt, die Leiche war ja schon skelettiert. So, in den Knochen und in den Haaren hat man keine Spuren von Drogen gefunden. Allerdings kann es auch sein, dass die sich mittlerweile abgebaut hatten. Und die Ermittler gingen jetzt davon aus, dass Frauke vermutlich erstickt ist. So. Neben ihrer Leiche fehlte ihr Telefon, ihre Tasche und ihre Uhr. Was man aber gefunden hat, war ein kleiner Anhänger von so einem ganz billigen Schmuck, so ein Schmuckkreuz mit blauen Steinchen drinne. Das gehörte nicht zu Frauke. Also ihre Freunde und Familie sagten, haben sie noch nie gesehen. Könnte ein Zeichen, eine Spur gewesen sein, aus Versehen Beweismittel, was halt liegen, also verloren gegangen ist. So, ein Zeitpunkt der Tötung war vermutlich kurz nach dem Anruf. Also, dass sie vielleicht am Tag ihres letzten Anrufes oder kurz danach umgebracht wurde. Es waren keine Fußspuren da, es waren keine Reifenspuren da und es konnte keine DNA nachgewiesen werden. Und nun muss man aber sagen, dass der Fundort ein bisschen besonders ist. Also, es war nicht der Ort, an dem sie gestorben ist. Es war nur der Ort, an dem die Leiche abgelegt wurde. Und die Leiche wurde in einem Waldstück, nur 10 Meter von der Landstraße entfernt, gefunden, an einem schlecht einsehbaren Waldstück, in dem sich der Täter scheinbar auskannte. Also der Täter musste diesen Ort kennen, musste wohl schon öfters durch Wälder gefahren sein in der Region und musste gewusst haben, dass man dort nicht so schnell eine Leiche findet, sodass sie schon ja, verwesen konnte. Der Täter hatte auf jeden Fall sich nicht die Zeit genommen, die Leiche irgendwie sorgsam zu verstecken. Sie war nicht verbuddelt, die war einfach nur mit Laub bedeckt. Und trotzdem wurde sie erst 4 Monate nach ihrem Tod gefunden. Und man geht halt einfach davon aus, dass der Täter das wusste, dass er sich gar keine Mühe geben musste, weil man diese Stelle eben nicht so gut einsehen konnte. So. Mysteriös an dem Tatort ist auch der Name des Waldstücks. Der hieß nämlich Totengrund. Und man weiß jetzt nicht, ob das nur Zufall ist oder ob der Mörder sich dabei noch was gedacht hat. Kann aber, wie gesagt, doch Zufall gewesen sein. So. Zwar hatte die Familie von Frauke nun endlich Gewissheit. Aber es gab einige Fragen, die sich jetzt nach dem rätselhaften Verschwinden immer noch stellten. Und zwar, warum wurde Frauke entführt? Ja, war sie ein zufälliges Opfer? Oder kannte sie ihren Entführer? Warum ließ der Entführer Frauke eine Woche lang telefonieren oder SMS schreiben, ohne Angst zu haben, dass Frauke sich verquatscht? Und aus welchem Grund fuhr ihr Entführer mit ihr durch die Gegend? Warum wurde sie dabei von niemandem gesehen? Niemand. Warum wurde Frauke erst eine Woche nach ihrem Verschwinden getötet? Warum nicht sofort? Was war es vielleicht das letzte Telefonat, das dazu führte? Hatte sie dadurch, dass sie sich verraten hat, dass sie festgehalten wird, damit ihr eigenes Todesurteil unterschrieben? Oder brauchte der Entführer Frauke vielleicht, weil sie Krankenschwester war und brauchte medizinisches Wissen? Nach ihrem Leichenfund ermittelte die Polizei auf jeden Fall in alle Richtungen. Während der Beerdigung filmten die Ermittler die öffentliche Beisetzung, um herauszufinden, ob verdächtige Personen, beziehungsweise Personen, die keine ihrer Freunde oder Familie, Frauke zuordnen konnten, teilnahmen. Ja, doch auch dabei ist der Polizei mal wieder
ein gravierender Fehler passiert, denn sie filmten nur einen der zwei Eingänge, wodurch Teilnehmer auf den Aufnahmen fehlten. Als ersten Verdächtigen kam für die Polizei ihr Ex-Freund und Mitbewohner Chris in Frage, denn, so sagt die Polizei, der erste Verdächtige ist immer die letzte Kontaktperson. Also, ich muss sagen, selbst in diesen Crime-Foren wird Chris noch heute als Täter diskutiert. Immer noch. Ich habe kein Foto von ihm eingeblendet, weil ich persönlich auch nicht der Meinung bin, dass er der Täter ist. Denn es gibt einige Punkte, die halt dagegen sprechen. Es wird auf jeden Fall von einigen diskutiert, ob er diese Anrufe vielleicht inszeniert hat. Aber dagegen spricht zum Beispiel, dass er beim letzten Anruf... Dankeschön. Vielen Dank. Dass er auch Fraukes Schwester dabei war. Außerdem konnte die Polizei ermitteln, dass Chris ein zweifelfreies Alibi hat. Und dann kam der nächste Verdächtige. Das war dieser Bekannte von ihr und Isabellas bester Freund Nils. Wie gesagt, mit dem hatte sie an dem Abend geschrieben per SMS. Auf ihn traf alles zu. Er hatte ein traumatisches Erlebnis durch den Suizid seines besten Freundes erlebt. Frauke sah ihn zwar nur als Kumpel an, aber er hätte sich jetzt mehr vorstellen können. Und er ging nachts auf den Friedhof, wo sein verstorbener Kumpel lag, was schon sehr seltsam war. Und der Friedhof und sein Wohnort lagen in den Funkmasten, den sich Fraukes Handy einloggte. Außerdem hat er vor dem Verschwinden Frauke noch eine sehr auffällige SMS geschrieben. Nämlich wollten Isabella und Frauke für ihn kochen und er hat geschrieben, dann müsst ihr auch was Vernünftiges anhaben. Also er hat halt auch sexuelles Interesse gezeigt, aber sie jetzt nicht so. So, und weil er diese SMS geschrieben hat, das wurde ihm halt echt zum Verhängnis. Er wurde halt sehr oft verhört. Und Nils hatte aber ein Alibi und auch sein Auto wurde erfolglos auf Faserspuren untersucht. Also da waren auch Leichenspürhunde und die haben nichts gefunden. So, und dann gab es ja noch die Theorie, dass vielleicht diese Soldaten, die dort stationiert sind, aus Großbritannien, dass die vielleicht etwas damit zu tun haben. Doch auch da gab es gar kein Ergebnis. So. Insgesamt ist die Polizei 700 Hinweisen nachgegangen. Sie hat mehr als 1000 Menschen befragt. Und dieser Fall wurde immer wieder von Zeitungen, Fernsehsendungen und so weiter aufgearbeitet. Ja, zum Beispiel X-Akte ungelöst. Es gab keine brauchbaren Spuren und das Tatmotiv konnte die Polizei deswegen einfach nicht eingrenzen, weil man nicht wusste, war der Täter jemand aus ihrem Umfeld oder nicht. XY ungelöst, danke. Nun gibt es aber eine kleine Wende, die auch in diesen Foren diskutiert wird und wo es extra ein Thread dazu gibt. Wer aufmerksam zugehört hat, der hat vorhin vielleicht schon mal ganz kurz gestutzt, als ich die Region benannt habe und auch sagte, in der Nähe von Höxter. Und einige von euch kennen sicherlich den Fall. Das ist ein Fall, den ich nächste Woche auf jeden Fall im Stream nochmal aufarbeiten werde. Nämlich das Horrorhaus von Höxter. 2006 ist das rausgekommen. Da machte nämlich das Horrorhaus von Höxter extreme Schlagzeilen. Das war nämlich ein Ehepaar, Wilfried und Angelika, die über Kontaktanzeigen Frauen gesucht haben. Und die haben sie in ihrem sehr heruntergekommenen, unheimlichen Haus in Höxter über Jahre gefangen gehalten, misshandelt und gequält. Und es sind auch Frauen entkommen. Und zwei von diesen Frauen sind allerdings nicht entkommen, sondern sind verstorben. Und es gab einige Parallelen, die halt mit dem Verschwinden von Frauke zu tun haben. Nämlich zum Beispiel wurden die Opfer immer gezwungen, telefonischen Kontakt mit ihren Verwandten zu halten, damit diese dachten, dass es ihnen gut geht. Beziehungsweise Maria, eine sollte halt SMS schreiben an ihre Mutter, damit die auch die, also nicht sie als vermisst meldet.
Ja, vielleicht kann es also tatsächlich so gewesen sein, dass die Ermittlungen behindert werden sollten, indem Frauke sich die ganze Zeit meldet. Wilfried fuhr ebenfalls mit seinen Opfern durch die Gegend und es gab auffallende örtliche Übereinstimmung zwischen Frauke nach ihrem Verschwinden und Wilfried W. Das konnte man durch diese Telefonmasten noch herausfinden. Nach Auswertung seiner Handydaten befand er sich immer in unmittelbarer Nähe zu Frauke. Es ist auch so gewesen, dass er sehr, also absolut nachtaktiv war. Der ist halt nachts immer rumgefahren und sie hat natürlich nachts immer angerufen. So. Und trotz dieser ganzen Parallelen, es gibt noch mehr Hinweise. Zum Beispiel hat Frauke von einem Schrauber erzählt, mit dem sie sich trifft oder schreibt. Und sie hat halt auch nach einem Ort gefragt, in dem dieser Schrauber wohnen sollte, hat ihre Mutter gefragt. Und aus Nieheim. Und das hat die Mutter im Interview gesagt. Und sie haben halt auch nach diesem Schrauber gesucht und dieser Schrauber hat sich nie gemeldet. Und Wilfried soll wohl öfters mal in so blauer Klamotten rumlaufen, so einem Hosenanzug, dass er quasi ein Auto schraubt. So, da gibt es halt, wie gesagt, einige Parallelen. Wie ich es im Forum auch gelesen habe, gab es wohl, war es so, dass bei Frauke ein Zahn fehlte. Und die Frauen, die gefangen wurden im Horrorhaus von Höxter, denen wurde vor allem Gewalt immer gegen den Kopf angetan. Dass sie geschlagen wurden, getreten wurden, da wurden Dinger in den Kopf geschmissen und so weiter. Und ihr fehlte ein Zahn, wodurch man vielleicht einen Hinweis hatte, dass auch ihr via Gewalt am Kopf angetan wurde. Und ich muss so kurz anmerken, dass in dem Zeitraum 2006 Angelika B. wohl von Wilfried getrennt war und bei ihrer Mutter vermeintlich lebte. Also diese Aussagen betrachten wir nächste Woche mal ganz in Ruhe. Auf jeden Fall soll er dann wohl alleine losgezogen sein. Und so könnte man sagen, dass sie halt nichts davon wusste, aber er halt vielleicht einfach bei der Gelegenheit jemanden von der Straße weggeschnappt hat. Oder sie vorher kannte. So, obwohl es diese Parallelen gab, konnte die Polizei bei Wilfried keine Beweise für den Mord an Frauke feststellen und schließt einen Zusammenhang aus. Seitdem gibt es keine neuen Hinweise auf das Verschwinden und den Mord an Frauke. Alle eingegangenen Hinweise wurden von der Polizei aus ermittelt und der Fall bleibt bis heute ungeklärt. So, und Fraukes Mutter hofft bis heute, das hat sie in einem Stern-Interview gesagt, Zitat: Vielleicht ist die Realität schlimmer als die Fantasie, aber ich möchte wissen, was geschehen ist. Ob es mir helfen wird, ich weiß es nicht. Wie gesagt, es gibt ja dieses All-Mystery-Forum, in dem das behandelt wird und besonders diese mögliche Verbindung zu Höxter wird in einem eigenen Thread diskutiert. Jetzt bin ich mal gespannt, was ihr zu diesem extrem heftigen Fall sagt.